Warte, ich helfe dir, Josie. Danke, hallo. Ist gar keiner da, klatscht gar keiner. Doch, 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 ganz viele da. Sag mal, habe ich irgendwas verpasst? Ist halt was Besonderes? Ja, sieht man das? Ja. Ich habe heute meinen freien Tag. Oh, sonst hat noch einiges vor. Bin auch schon ganz schön aufgeregt. Ja, ist, glaube ich, ganz normal, wenn man heiratet. Wieso heiraten? Ich gehe Fallschirmspringen. Du gehst in den Klamotten Fallschirmspringen? Ist es die falsche Kleidung? Das ist ein Hochzeitskleid. Für welche Sportart zieht man das an? Fürs Heiraten. Das ist eigentlich keine Sportart. Also für einige schon heutzutage, aber... Heiraten? Ja. Josie. Ich sag, Stierthai. Nicht heiraten. Heiraten. Du weißt gar nicht, was heiraten ist. Du weißt ja auch nicht, warum man eine EC-Karte einsteckt. Okay. Josie, heiraten ist, wenn man alles teilen möchte. Wenn man keinen Hunger hat. Nein, die... Nicht beim Essen, wenn man dem anderen alles von sich erzählt, wenn man ihm sagt, was man für Probleme hat, wenn man ihm seine Lieblingsfarbe verrät. Rosa. Ja, wenn du ihm alle deine Fotos zeigst. Alle? Ja. Auch die peinlichen? Die ohne Panzer? Ja. Auweia. Ja, wenn man seine privatesten Dinge mit jemandem teilen möchte, dann... Gehe ich zu Facebook. Nein, beim... Danke. Bei Facebook. Bei Facebook hast du ganz viele Freunde. Beim Heiraten nicht. Doch. Brauchst du erstmal einen Mann. Das ist einfach, da sitzen ganz viele. Bill Gates. Robbie war da. Ja, und nicht irgendeinen, der am besten passt. Zu dir. Zu mir? Ja. Wenn ich den Eckschrank darüber stelle und das hinlädt an die Wand, vielleicht passt er dann hier rein. So sehr soll zu dir passen als Person. Du brauchst jemanden, der so ein bisschen... Na? Gemütlich ist. Gemütlich ist toll. Jemand, der es nicht eilig hat und immer weiß, wo es lang geht. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn? Zum Beispiel, ja. Du kannst überall jemanden kennenlernen. Ein Schaffner im Zug, ein Arzt im Krankenhaus, ein Bauern. Bei RTL? Ja. Und wenn mehr draus wird, dann merkt man das meistens, dann hat man so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch. Igitt. Bin doch Vegetarierin. Nein, das sagt man doch nur so. Kennst du das nicht, wenn man so Herzrasen hat? Doch, das kenne ich. Das hatte ich neulich auch beim Speed-Dating. Hast du gar nicht erzählt, dass du beim Speed-Dating warst? Nee. Nee. Hast du jemanden kennengelernt? Nee, leider nicht. Immer wenn ich an den Tisch kam, hat's geklingelt. Ist gar nicht lustig. Ist nicht schön. Gar nicht schön. Und was macht man, wenn man den richtigen gefunden hat? Dann macht man ihm einen Antrag. Hartz IV. Nein, nein. Ein Heiratsantrag. Mhm. Und dann? Dann zieht man so ein Kleid an. Mhm. Und dann? Geht man heiraten. Mhm. Hi. Was ist daran lustig? Stell dir gerade vor, wie du aussiehst, wenn du heiraten gehst. Nein. Nein, Männer haben sich nicht sowas an. Ganz schön kompliziert. Ich versuche nochmal zusammenzufassen. Erstmal lernt man jemanden kennen, zum Beispiel bei Facebook oder so. Dann guckt man, ob der andere in einen reinpasst. Habe ich was falsch gesagt? Nein. Wenn ja, kriegt man Schmetterlinge in den Bauch. Dann zieht man so ein Kleid an, macht einen Hartz-IV-Antrag und geht falsch im Spring. Ungefähr. Und dann? Dann wird man gefragt, ob man sein Leben miteinander verbringen möchte und sagt man ja. 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 Wie romantisch. Jetzt sind wir verheiratet.
warten.